Wer liegt denn da? Der Frosch ist da. Guten Tag, lieber Frosch. Oh, okay. Das habe ich nicht gedacht. Aber was ich mir gedacht habe, ist, dass dieser Rotschopf hier mit uns gemeinsam auf eine Entdeckungsreise geht. Ähnlich wie bei Churchill laufen wir einfach geradeaus. Und der gute alte Yuval und der gute alte Oren und der gute alte Alon haben dieses Spiel hier gemacht. Schöne Sache. Und wir laufen und laufen und laufen. Und laufen und laufen, bis uns ein komisches Huhn über den Weg läuft. Hallo Huhn. Oh. Hallo Huhn. Hallo. 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 Oh mein Gott. Es ist einfach ein Zwerg. Und er hat eine Zahnlücke. Schön. Okay. Ich muss selber erstmal reinkommen in die gute alte Geschichte. Okay. Telefon. Ja, hallo? Ja, hallo, Pizika? Slano Gabo. Slano Gabo, sage ich auch jeden Morgen. Alles klar, da ist sie weg. Okay, das ist eine sehr interessante Sache. Die Telefonzelle hat mit uns kurz telefoniert und dann war sie weg. Ja, okay. Und da ist ein fliegender Spiegel. Eine ganz normale alltägliche Situation, die man so auf einem Feld erkennen kann. Aha, okay. Okay. Warum war da jetzt gerade ein Bär? Hallo? Jetzt hat sie sich Gesicht gemalt. Okay. Ah ja. Okay, die Brille scheint jetzt für immer da zu sein. Nun gut, okay. Lassen wir den Spiegel mal Spiegel sein. Gehen wir weiter. Okay, da ist auf jeden Fall eine fliegende Tasse. Und hier sind ein paar Steinchen. Die kann man sogar andrücken. Aha. Und der andere Stein? Aha. Und wieder da. Aha. Und wieder auf den. Und dann wieder auf den. Und dann wieder auf den. Können wir uns dann die Tasse schnappen? Ja, können wir. Und einfach in die viel zu kleine Tasche reingesteckt. Das ist unser Inventar. Aha. Und da ist wieder der Zwerg. Okay, wir können hier also draufdrücken. Aha. Und dann haben wir hier jetzt ein Inventar-Item. Und zwar eine Tasse. Toll. Nun gut. Gehen wir mal weiter. Einfach mal ein bisschen weiterlaufen. Schön übers Feld. Ein ordentlicher, entspannter Weg. Oh, was ist das? Das ist eine Blume. Hallo. Okay. Aha. Okay, jetzt ist aus. Okay. Aha. Okay, ich muss alle drei irgendwie gleichzeitig anbekommen. Aha. Oh, okay. Hallöchen, du viel zu riesiges Ding. Hallo, kann ich den andrücken? Aufs Auge drücken. Oh, wir können ihn streicheln. Oh, er ist nett. Er ist ein nettes, fieses Monster. Oder wie auch immer. Dann lass uns mal hier weiterlaufen. Einfach schön übers Feld. Einfach das Leben genießen. Eine fliegende Tür. Eine ganz entspannte Sache. Sehe ich auch jeden Dienstagnachmittag. Kann ich die andrücken? Meintest du etwa... Ah, das sag, ich sag jeden Morgen, wenn ich immer früh morgens aufstehe, sage ich immer... Ja, klar, natürlich. Okay, so wie es aussieht, brauchen wir einen Schlüssel. Also gehen wir einfach mal weiter mit der Suche nach einem Schlüssel. Okay, wir laufen und gehen. Achso, übrigens, das Spiel heißt Lost in Play. So heißt es. Genau so. Hui! Oh, sehr cooler Schmetterling. jetzt springen wir sogar. Wir haben einfach eine Laufanimation. Wir können sogar schneller rennen, als ich gedacht habe. Alright. Okay. Nicht übel. Wir rennen. Oh, wer raucht denn da eine Pfeife? Hey, was geht ab, Kollegen? Was macht ihr so? Was geht bei dir? Oh, eine Tasse. Nicht schlecht. Was geht bei dir, Biggie? Oh, er hat auch eine Tasse. Oh, und du, da hast auch eine Tasse. Ah, er will drei Tassen. Okay, dann kann ich dir helfen mit meiner Tasse. Also hier die Tasse nehmen und dann hier auf den dritten Bereich einfach mal drauflegen. Jawohl, das Ding fliegt. Und wie es fliegt. Okay, Kollegen. Oh, jetzt leuchtet dem seine Tasse auf. Und was hat er drin? Ein Schlüssel. Nicht schlecht. Sind wir aber relativ schnell da dran gekommen. Und der fliegt jetzt wie ein Schmetterling einfach auf mich zu. Recht magisch. Direkt in die Tasche. Nicht schlecht. Guter Service. Gut. Da
das war's, ne, Broskis? Dann lasse ich euch mal hier nochmal eine Runde cornern. Ich wünsche euch viel Spaß, gell? Das war's. Ich gehe jetzt, ne? Tschüssi. Okay, das bedeutet also, wir haben jetzt den Schlüssel dabei und können hier diese rote, schöne Tür öffnen. Hoffe ich mal. Ich glaube, dafür müssen wir in den Rucksack gehen. Schlüssel. Oh, Schlüssel gedrückt halten. Und dann rein damit. Jawohl! Ordentliche Sache. Schöne Sache, schöne Sache. Entschuldigung? Oh nein. Was soll ich denn jetzt machen? Rätsel? Oha, was ist das denn? Muss ich eine rote Sonne formen oder wie? Ich bin doch so schlecht in Rätseln. Wie soll das gehen? Soll ich eine blaue Sonne oder eine rote Sonne formen? Oh, ich glaube, ich hab's sogar. Haha! Oh yeah! Nicht schlecht. Alles klar. Oh! Und da gibt's jetzt ein kleines Geschenkchen für mich. Und zwar eine schöne, allseits bekannte, Gießkanne? Und warum war dahinter eigentlich wie so ein Galaxy-Hintergrund? Das muss ich unbedingt meinen Freunden zeigen. Ich weiß, was ich mit der Gießkanne mache. Damit machen wir jetzt erstmal ein lässiges Päuschen. Hey, Jungs, ich hab was zum Cornern mitgebracht. Schaut, was ich dabei habe. Oh. Yeah. Was geht ab, Biggie? Hast du ein bisschen Lust auf eine Runde? Wasser? Mondwasser? Oh yeah! Da gibt's jetzt echt ein richtig schönes Teekränzchen. Alter! Oh, Biggie schaut schon richtig rein. Der hat schon richtig Bock auf das Wasser. Oh, oha, der hat sogar schon in seinem Schlüssel so Wasser. Ja gut, dann würde ich mal sagen, Kopf in Nacken, nein in Single, zack, zack, zack. Oh, das knallt. Oh, sie fliegen sogar. Nicht schlecht. Oh, das war ein Traum. Ach so. Wir sind einfach in einem Traum gewesen. Eieieiei. Okay. Was geht denn jetzt ab? Können wir hier das Licht da andrücken? Licht, nee. Können wir sie andrücken? Ja. Sie wacht auf. Hey, Girl! So, was machen wir? Kann ich da drauf drücken? Kannst du hier mal... Das... Ja, genau. Zieh dir mal deine Schuhe an. Kannst du das da aufmachen? Aufmachen? Jawohl! Aha! Oha! Was sind das für grüne Augen da drunter? Das muss ich mir direkt ansehen. Hallo? Kleine Katze? Oh, oh. Da ist aber jemand schlecht gelaunt, muss ich sagen. Okay, dann vielleicht erst morgen. Oh, da oben leuchtet was. Geh da ran. Ah, wie komme ich ganz ran? Wie wär's mit dieser Kiste? Kannst du die benutzen? Aha. Was ist das eigentlich hier rechts neben uns? Ist das unser Bruder oder wer ist das? Lass ihn nur mal kurz andrücken. Broski, was geht? Wach mal auf. Wach mal auf, ey. Okay, ich glaube, wir kriegen den nicht wach. Ah, der Wecker. Ich könnte den Wecker noch benutzen. Oh, warum guckst du so? Habuchakatika Pantana? Sagt es doch gleich. Das Ding ist kaputt. Aber da ist der Schraubenschlüssel. Den Schraubenschlüssel habe ich sogar. Oh yeah, get it on. Zieh raus! Oh, unangenehm. Okay. Okay, den haben wir. Und jetzt ran an den Speck. Ran da. Reparier den Dings. Achso, wir brauchen noch zwei weitere Items. Batterie und Aufziehteil. Okay. Batterie. Da ist eine Batterie drin. In so einer Lampe. Da sind immer Batterien drin. Vielleicht doch nicht ganz. Oh. Oh. Wir können den jetzt als Scheinwerfer benutzen. Ja, oder auf jeden Fall die Privatsphäre gerade. Etwas disturbed. Aber ist okay. Okay. Wir gehen mal hier an diesen Roboter ran. Das hat sie gerade rausgeschmissen. Weißt du was? Oh, oh nein. Hallo, Roboter. Oh. Nein! Oh. Er hat die Batterie fallen lassen. Mach dein Haar aus. Mach's aus. Oh Gott. Okay. Geh mal an die Batterie. An die Battery. Jawohl. Okay. Gut, jetzt brauchen wir nur noch dieses Aufziehding. Was haben wir in diesem Schrank da drin? Oh, das ist das Aufziehding. Der hat das Aufziehding.
Aber der fährt da wieder rein. Zumachen, zumachen, zumachen. Ja, lol, das geht. Da habe ich ja mein Aufziehding. Jawohl. Das sind die drei heiligen Items. So, jetzt kann ich mit diesen drei heiligen Items, gehe ich da ran und zack, ran an den Speck, repariere das Ding. Zack, zack, rein damit. Tschack, 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 tschack. Oh nein, ich muss es selber reparieren. Oh nein. Okay, dann mal aufschrauben das Ding. Eins, dann zwei, drei, oh, auf. Oh nein, jetzt die Batterie. Oh Gott, nee, das funktioniert nicht ganz. Hier, Switch. Aha. Okay, so, rein. Jawohl. Oh nö. Jetzt muss ich hier so ein Rätsel auch noch machen. Na, sag mal, wo sind wir denn hier? Sind wir hier in Rätselhausen oder was? Das da dahin, das hier so, ne? Und dann hier irgendwie. Dann das Ding dahin, das so, so, so. Und dann funktioniert's. Jawohl! Okay, ran an den Speck und auf das Ding. Jetzt haben wir einen funktionierenden Wecker im Inventar. So, Broski, sieht ganz schön übel aus für dich, yo. Wird nämlich Zeit, aufzuwachen. Oh, gönn dir. Was geht ab, Bruderherz? Willkommen zu einem neuen, schönen Morgen. Der Safebox. Oh. Okay. Hey, hey, hey. Was geht denn jetzt ab? Entschuldigung. Entschuldigen Sie bitte. Hallo. Sieht ganz danach so aus, als ob der nicht so richtig Bock hat auf uns. Aber okay. Okay, der geht raus. Hier ist ein kleiner Hundi. Mal über den Hundi drüber steppen. Okay. Und dann haben wir da auf jeden Fall ein bisschen was vor uns. Da haben wir ein Journal. Ah, ein Comic. Mit einem Frosch, der angegriffen wird von einem Monster. Da macht er ein paar Karate-Kicks. Und dann fast wie das Arisu Comic Adventure. Haben die dann hier... Oh, DIY. Karton ausschneiden. Zack, so ein Ding mit Farbe anmalen. Dann hast du so ein Monstergesicht. Aha. Ich habe das Gefühl, das wird uns noch weiterhelfen. Okay. Ich glaube, wir müssen uns wahrscheinlich auch als Monster verkleiden. Da haben wir ein paar Wachsmalstifte. Nimm mit. Jawohl, einstecken. Yes. Okay. Ich glaube, das brauchen wir vielleicht sogar für diese Monster-Sache da. Dann, das da. Ah, Bacchadudu Bidedi. Okay, okay, okay. So, können wir da noch hier Radio? Okay, das Radio kann man ändern. Kann man das da andrücken? Was? Wieso, woher soll ich denn das herbekommen? Oh nein, das wird so hart. Okay. Dann lassen wir nochmal hier. Gibt's noch was zum. Hier, Familienfoto? Oh, süß. Da ist wahrscheinlich unsere Mutti. Da ist die Katze, die sich gerade vorhin am Arsch. Egal. Und dann ist hier noch unser Fuddy. Wahrscheinlich ist da nochmal der. Der Opi. Da leckt der Hund da dran. Und da, an dieser Uhr, ist dieses Ding da. Das benötigen wir noch. Irgendjemand hat es rausgerissen. Also lass mal rausgehen. Gucken wir mal, ob wir vielleicht... Ah, schön, im Vorgarten was finden können. Da ist noch ungemachte Wäsche. Schön. Ein bisschen ungemachte Wäsche ist auf jeden Fall... Oh, da ist eine Unterhose. Okay. Dann haben wir da noch mal ein bisschen was. Ui! Ui! Warte, das war doch die Ente aus dem Traum, die geraucht hat. Oh, ein Tennisball. Nicht schlecht. Okay, aber mehr geht da nicht, ne? In diesem Schrank da. Die Glocke. Kann man die Glocke mitnehmen? Nehmen Sie mit. Jawohl, einstecken das Ding. Okay, Glocke haben wir jetzt auch. Was zockt ihr da eigentlich? Lass mal mit dem reden. Bruderherz. Was? Der will nicht mit uns reden? Dann lass mal die Katze ärgern. Lass mal die Katze ärgern. Hier, Katze, nimm das. Leicht unangenehm. Katze, willst du Ball spielen? Oh. Okay, okay, okay. Relax, relax. Die Ente können wir auch nicht mitnehmen, ne? Wachsmalstifte. Ey, wir brauchen diesen Karton für dieses Ding. Wir brauchen... Ihr wisst, wofür wir das brauchen. Das, was ich aus dem Comic da gerade gesehen habe. Diese Bastelanleitung. Okay, okay, okay. Dann weiß ich, was los ist. Wir brauchen auf jeden Fall einen Schlüssel. Und auf jeden Fall irgendwas, was uns hier weiterbringt. Ja, okay, okay.
Na, dann lass mal hier einen Tipp zeigen lassen. Da wird einfach nur unser Bruder ange... Ah, okay, okay. Ich weiß was. Wir spielen... Okay. Wir spielen einfach mit unserem Bruder Ball. Ball spielen. Nein. Ich werde ihn mit dieser Glocke ärgern. Jawohl. Ha? Was geht ab, Broski? Wie jetzt? Ich glaube, wir müssen ihn einfach nur lange genug nerven. Wisst ihr? Als Geschwisterchen muss man immer nerven. Oh, wir können ihn mehrfach andrücken. Ärger! Oh, ey, da ist er! Da ist dieses Ding! Das ist direkt hinter der Couch! Oh yeah! Danke, Bruder! Können wir den nochmal anlabern? Ja! Jetzt müssen wir dieses Ding bauen! Okay, 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 ich hab's! Ich hab den Plan! So, wir gehen jetzt an dieses Teil dran. Dann können wir da das Ding da dran machen. Aber ganz easy, ganz ordentlich. Zack, zack. Jetzt dreh... Ah, nee. Vielleicht müssen wir hier da das Ding vielleicht auf 0 Uhr stellen. Oder auf 1. 1 nach 20, 12. Sag mal, woher soll ich... Oh, ich weiß wo. Ich weiß, wo man gucken muss. Auf dem Familienfoto, die Uhrzeit müssen wir einstellen. Und zwar 9 Uhr. 9 Uhr. Jawohl, jawohl, ich hab's gewusst. Das Familienfoto gibt einem den Tipp. So. Okay. Das heißt also 9 und dann hier nach oben. Guck, guck. Komm, mach schon. Wie jetzt? Das funktioniert nicht. So. So. Ah, nee. Das Ding muss dahin und das muss dahin. Nee, nach 5. Jawohl. Let's go. Da, komm. Let's go. Schlüssel. Yes, Sir! So, den Schlüssel gleich da rein, um das Ding aufzumachen. Hoho, was ist das hier für ein Game? Schön, jetzt haben wir die Schere. Ich weiß, was wir machen müssen. Die Katze müssen wir so vertreiben, indem wir Ball spielen mit dem Hund. Weil der Hund rennt dann so durch und wird die Katze wahrscheinlich verjagen. Hamichika Mama Nina. Ah, Hadachika Makamina, Mann. Hätte ich das denn im Vorhinein schon gewusst. Weck den auf, Mann. Hakachika Makanina! Woran denkt er? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh! Oh nein. Was müssen wir denn jetzt wieder machen? Also eigentlich muss das Schaf hier einmal zur Seite. Dann das Schaf einmal dahin. Aber das ist jetzt auch nicht ganz richtig, weil sonst komme ich nicht mehr an das Schaf da hinten ran. Also. Was macht man da jetzt? Also. Ah, doch. Ist alles richtig. Das Schaf runter, das zur Seite und dann das dahin. Ah! Ja! Nice. Komm, wach auf. Es war kein Traum. Da draußen wartet ein Schaf auf dich, was du essen musst. Oder eine Katze oder wie auch immer. Schmeiß den Ball, Broski. Und Ball schmeißen. Schmeiß ihn. Ja, ja. Schmeißen. Und da lang. Oh, wir müssen sogar die Kurve schießen. Oh, yes! Sogar. Der ist sogar so runtergefallen. Oh nein! Oh Mist! Oh nein, sag mir nicht, dass wir da nicht mehr rauskommen. Aha! Die Freezer sah schon mal besser aus. So! Dann dürfte jetzt draußen ganz entspannt die. Der Hund sein, der sich jetzt natürlich mit der Katze anlegt. Und die Katze hat ja gar keinen Bock da drauf. Und jetzt gibt's Ärger. Oh. Okay. Nice. Jetzt haben wir aber den Hund da drin, oder? Jawohl, der geht raus. Ordentlich. Das ist jetzt unserer. Schöne Sache. Jawohl. Dann würde ich mal sagen, können wir das alles, wohin legen wir das denn jetzt? Müssen wir das hier in den... Wie machen wir das denn? Kann ich das vielleicht draußen machen, indem ich das vielleicht auf meinen Bruder einsetze? So. Ja, okay. Ich setze es ein. Easy going. Schnipp, schnapp. Zack, zack, zack. Und jetzt werden wir ihn richtig erschrecken. Jetzt hauen wir ihn. Alter, nicht schlecht. Sieht voll gut aus. Okay. Gönn dir. Und erschrecken. Oh, oh, oh!
Jetzt haben wir ihn. Okay, jetzt haben wir ihn aktiviert. Okay, 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 okay. Let's go, Mann. Der hat ja richtig Angst vor uns. Alter, wo laufen wir hin? Die Welt ist riesig, Mann. Angeblich, Mann. Einfach Paralleluniversum. Die Augen von den Fröschen haben geleuchtet. Alter, einfach durch die ganze Nachbarschaft. Okay, was müssen wir machen? Okay, wir müssen die Punkte sammeln. Okay, gotcha, gotcha, gotcha. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay, ich habe alle gesammelt. Yeah! Alter! Da haben wir auf jeden Fall genug Punkte gesammelt. Wir machen hier nicht nur einen Streich, wir wollen einfach unseren Bruder umbringen. Einfach umbringen. Naja, das ist schon ein guter Streich, der etwas zu weit ging. So. Ich drück mal drauf. Hallo. Kommen Sie raus. Da können Sie reinschauen. So. Oh. Ein kleiner Teufel. Da hat sich jemand verlaufen. Lass mal mit dem Teufel sprechen. Hallo. Oh, der braucht eine Brille. Der braucht eine Brille, der Broski. Also drücken wir mal auf den Knopf. Kommt eine Brille? Nee, das ist irgendein Werkzeug. Nochmal draufdrücken. Passiert nichts. Schleim. Das ist, glaube ich, Harz. Ich glaube, wir können das Harz für irgendetwas verwenden. Können wir nach links und rechts laufen? Lass mal nach rechts laufen. Was haben wir auf der rechten Seite? Ein viel zu riesiges Monster und die Brille. Also schleichen wir uns da dran. Ja, okay. Ja, sehr gut, okay. Dann lass mal das Ding hier mitnehmen. Kannst du das rausziehen? Jawohl. Ein kleines Messer. Nein, warum hast du den denn liegen lassen? Bist du dumm? Zurück. Hol das Messer jetzt wieder. Nimm es jetzt mit. Sei kein Esel. So. Da ist jetzt auch wieder so ein Monster, was so Chakalikaminga macht. Okay, dann ist hier nochmal so ein Stein. Aber ansonsten gibt es hier nicht viel. Können wir vielleicht mit dem Messer... Ich habe eine Idee, was wir machen können. Wir können vielleicht zurückgehen und dann hier mit dem Messer das so ein bisschen einschmieren, damit das so ein bisschen klebrig ist. Oh, jawohl. Okay, nicht schlecht. Können wir das noch mehr aufschneiden? Ah, nee, geht nicht. Oh, was macht man denn jetzt da? Jetzt haben wir das einfach, jetzt haben wir den Riss einfach nur größer gemacht. Was hilft uns das denn? Uiuiuiui. Okay, lass mal in die andere Richtung gehen. Vielleicht gibt es ja noch was anderes. Oh Gott, hier gibt es so viele Sachen, das ist so spannend. Was machen die ganzen Frösche hier? Was geht ab, Broskis? Und was macht ihr da mit Excalibur? Okay, nehmen wir mal diesen Topf. Ah, nee, wir nehmen ihn wahrscheinlich. Okay. Hallo, kleines Monster. Au! Angeblich! Okay, immer in die Schüssel bekommen. Immer in die Schüssel. So, was will der da oben eigentlich erreichen? Der will ich habe das Gefühl, wir brauchen sowas wie einen langen Stock. Oder natürlich sowas wie ein riesengroßes Schwert. Okay, ich rede das. Okay, lass mal mit dir reden. Hey, was geht, Mann? Das Schwert, wie kriegst du das raus? Oh, wir müssen alle zusammen. Alle zusammen, okay. Hey, du, willst du uns helfen, das Schwert rauszuziehen? Er braucht aber den Hut. Bleibt nur noch der Typ mit der Konservendose. Was geht, Mann? Er möchte, dass man das Ding hier aufmacht. Und dafür brauche ich den Büchsenstecher, der da oben irgendwo hängt. Okay, was ist damit? Okay. Kann man nur reinsehen. Okay, okay. Ey, aber irgendwo muss ich doch einen Anfang haben. So, ich habe jetzt tatsächlich nur diese Schüssel. Wer kann denn was mit einer Schüssel anfangen? Bestimmt nicht die... hier, ich kann in der Schüssel bestimmt etwas Honig abzapfen. Oh yeah! Okay. So, und diesen Honig gebe ich dann dem viel zu riesigen Monster, was uns angegriffen hat, als Essen. Okay, als Ablenkung. So, irgendwo dahin. Jawohl. So. Dann... Oh. Jawohl, jetzt ist da dieses Ding hängen geblieben. Hä? Okay, jetzt können wir uns da drin verstecken. Und jetzt da durchgehen, um die Brille zu holen. Jawohl. Okay, zurück. Let's go. Und weg da. So, jetzt beginnt der Kreislauf. Jetzt sag ich's euch. So, dann gehen wir hier ran. Brille an dieses Monster daran. Easy going. Zack. Und jetzt erzähl mir, was da in dem Büchlein drin steht.
Dann lies mal vor. Okay. Oh, jetzt kriegen wir einen Stock. Der saß die ganze Zeit auf unserem Stock, den wir gebraucht haben. Jawohl. So, jetzt gehen wir... Ich glaube, mit dem Stock kommen wir aber jetzt nicht an das Ding da dran, oder? Nee, das wird nicht kommen. Oder? Komm, versuch nochmal. Angeblich. Komm, versuch einfach nochmal. Versuch härter. Versuch... Mach einfach härter. Mach zack. Angeblich, Junge, der kann gar nichts. Okay. Ich habe eine Idee. Wir gehen zu dem Typ mit dem Hut. Der Typ mit dem Hut. Okay, meine kleinen Froschis, ich bin wieder back. So, holen wir das Ding mal runter. Dein Broski kommt und hilft dir. So, oh, zack. Da hat er in den Hut. Und jetzt ran an das Schwert. Ja. Nee, aber du musst jetzt da rangehen. Wie soll ich denn da jetzt rankommen an diesen Büchsenstecher da? Der hängt da einfach. Oh, der Frosch kommt mit. Ja, ey, also sag mal. Kannst du mir da jetzt helfen? Ja, hilf mir. Ja. Okay, nee, funktioniert. Nochmal. Nochmal machen. Was? Was kann ich dem denn geben, Mann? Ich muss ihm irgendwas geben, der ist zu blöd dazu. Oh. Oh. Oha. Alter, krass, was ist da jetzt passiert? Oh, warte mal, was passiert, wenn wir uns da drinnen verstecken und dann auf ihn draufdrücken? So, einmal reingehen. Ne, jetzt mit ihm reden. Oha! Oha! Jetzt das Ding da drücken. Drück es! Drück es, Mann! Okay. Jetzt da reingucken. Oh, sweet. Alter, was macht der denn hier? Der hat den Schalter einfach geklaut, der Arsch. Hey, du! Oh nein, muss ich gegen den in der Runde Dame gewinnen? Ich brauche den Schalter. Oh nein. Ich muss mit ihm in der Runde Dame gewinnen. Okay, ich muss ihn einfangen. Nichts lieber als das, Kollege. Jawohl. Und dann ziehe ich hier nochmal rein. Ja, gewonnen. Oh Gott, das hat so lange gedauert. Aber ich hab's gemacht. Alter, so ein Arsch, Mann. Das hat so lange gedauert. Gib her das Ding. Oh, das habe ich mir aber echt verdient, du. Uiuiui. Hier gibt's echt nichts geschenkt in dem Spiel, sag ich dir. Oh Gott. So, der versucht jetzt wieder bei dem Schachspieler da was zu bekommen. Danke, Frosch. Frosch, du bist ein Ehrenmann. Komm, weg hier. So. Wo kommt jetzt der Schalter? Ich glaube, der Schalter kommt einfach auf die andere Seite jetzt dran, oder? Ich glaube, ich weiß, wo der reinkommt. Dort, wo dieser Stein hier ist. Der sieht eigentlich perfekt aus für so einen Schalter. Rein damit. So. Zack, zack. Umdrehen das Teil. Und auf der anderen Seite geht dann hier das Teil runter. Ah, nee. Da ist jetzt natürlich ein Sprungfeld. Wunderbar. So. Kleiner Frosch. Rüber. Wir müssen das Ding jetzt holen. Jawohl, es geht. So. Du und ich. Du stellst dich da drauf. Und dann machen wir Peng, Peng, Peng. Jawohl. Dann mal da dran. Bitte. Jawohl. Okay. Marley. Du hilfst mir jetzt. Let's go. Ja, komm. Was soll denn das, Alter? Hier, das Ding da. Geh da drauf. So. Jetzt bist du da drauf. Ich muss den Schalter einfach nur drücken. Ich muss einfach nur den Schalter drücken. Ich dachte, das geht von alleine, aber ich muss jetzt den Schalter drücken. Jawohl. Währenddessen er da drauf ist. Jetzt folgt er mir nicht mehr. Und jetzt kommt er ran. Okay. Klasse. So. Jetzt gib mir diesen wunderbaren Dosenöffner, damit ich das dem Typen da mit der Dose geben kann, der so eine Fliege da drauf hat. Okay? Let's go. Okay, da haben wir jetzt. Dann würde ich mal sagen, an den Rucksack. Fertig. Und Dose. Oder so. Komm schon. Her das Ding. Zeig dir, wie man das Ding aufmacht. Angeblich. Guck mal, was der für ein Gesicht macht. Aha. Yeah. Sieht das Schmackofatz aus. So. Jetzt starren wir da alle drauf. So. Angeblich nein. Oh nein. Oh nein. Ja, ich habe schon weniger Fliegen gesehen. Haha, wie süß. Oh mein Gott, der hat uns einfach komplett aufgegessen. Oh, was ein süßer. Was ein süßer kleiner Froschi. So. Jetzt sind wir zu dritt, Freunde. Jetzt lass mal das Ding rausziehen hier. Let's go. Ran an den Speck.
Marley. Komm, helfen. Zu dritt. Komm, ihr kleinen Frösche. Nochmal. Oh, nochmal. Oh, nö. Oh nein, jetzt muss ich richtig stark drücken. Jawohl. Ordentlich. So, da haben wir auch das Schwertchen. Schöne Sache, schöne Sache. Wow, das war so ein bisschen wie aus dem Comic, den wir gelesen haben vorhin. So. Alles klar. Der Bär muss besiegt werden. Du Monster, ich hab dich all die Jahre gehasst und jetzt greife ich dich an, Mann! Schlitz, Schlitz! Schlitz, Boom, Bam! Angeblich, angeblich, was? Was soll das denn? Nein, bitte lassen Sie mich und meine Familie in Ruhe! Töte ihn! Oh nein! Oh nein! Oh nein!